Projekt ist eigentlich dann entstanden, wenn ich mit meinem alten Band aufgehört habe. Und ich eigentlich möglichst alle Facetten von mir zeigen. Vom traditionell bis hin zum Contemporary Folk Music, also zeitgenössische Folkmusik. Wenn ich angefangen habe, vor 20 Jahren, habe ich mit traditioneller Musik angefangen. Und nachher habe ich die folgenden 15 Jahre eigentlich damit verbracht, mich zu entfernen von meinen Wurzeln. Ich frage mich nicht genau, warum. Obwohl ich immer wieder auf der Bühne die Musik gemacht habe. Aber ich bin sehr ins Schreiben getaucht und bin eine Zeit lang so für meine Verhältnisse richtig Pop gegangen. Und dann mit dem letzten Album richtig Country, wo ein grosses Stück Liebe in mein Herz fängt. Ich habe sehr gerne Country-Musik. Und jetzt ist die neue Album eigentlich für mich ein Wiederankommen. Dort, wo ich angefangen habe. Wo ich das, was ich gelernt habe. Irische Musik, traditionelle Musik, hat etwas Altes und etwas Weises. Und um das richtig können singen, muss man, also von mir aus gesehen, muss man eine bestimmte Erfahrung haben. Und ich würde gerne behaupten, dass ich über die letzten 20 Jahre die Erfahrung gesammelt habe jetzt und kann die traditionellen Lieder, die ich vor 20 Jahren gesungen habe, jetzt mit einem ganz anderen Ausdruck singen, weil ich zum Teil das erlebt habe, wovon ich singe. That this is not a game to her. Well, to you it means so much. You fight that longing to hold her and fight that longing to feel her and fight that longing to touch. Be patient, my friend, be patient. She still has to open her eyes and see. Be patient, my friend, that's all you can be. Be patient, my friend, be patient. She still has to open her eyes and see exactly what she has in you. Ich habe lange daran geschafft und jetzt ist es fast so weit. Die Serie ist fast fertig. Ab Ende Oktober ist es für euch erhältlich. Ab Anfang November stehe ich mit meinen neuen Mitmusikern, meiner neuen Band, neuen Songs auf der Bühne. Und wir freuen uns, das mit euch zu teilen. Bis dann. Tschüss.